Hallihallo, ihr Lieben, da sind wir auch schon und es geht weiter mit unserem heutigen Abendprogramm, dem Pen and Paper, was wir angekündigt haben. The Winchester Project mit den lieben Lloydies Drachenkraut, Liza Grimm, Goldmarie und Franigo als Spielleiter heute. Ich freue mich da tierisch drauf. Sag mal alle kurz was, dass ich auch weiß, dass man euch hört. Ja, hallo. Ja, sehr gut. Hallo, hallo, hallo. Perfekt. Ich glaube, man hört euch. Ich habe zumindest einen Ausschlag hier. Sollte funktionieren. Ja, wegen Ausschlag wahrscheinlich. Sehr gut. Genau. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Die ganzen Pockfrisch im Chat zu lesen. War cool. Genau, wir machen heute Abend ein nicht so chilliges Horror-Pen and Paper. Ich bin super hyped und gespannt, wie das heute Abend wird. Und ich würde tatsächlich jetzt einfach mal die Leitung weiterreichen an den lieben Franigo. Ja, hallo, vielen Dank. Wir spielen heute Abend das Winchester Project. Als Regelsystem benutzen wir ein ganz, ganz lockeres Call of Cthulhu, ich glaube, siebte Edition oder so. Also nichts Wildes, ist es nur für ein bisschen Backstory. Und ich werde ein bisschen was im Hintergrund erzählen, damit wir wissen, wo wir einsteigen. Und zwar geht es darum, dass die gute Samantha Winters einen hervorragenden Erfolgspodcast hatte, der sich mit paranormalen Dingen beschäftigt hat. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ich habe ihn mir aufgeschrieben. Ghost was das? Ghost was das, genau. Ghost was das. Ghost was das, hatte eine sehr erfolgreiche erste Season, aber wie das immer so ist, nach der ersten Season wartet die zweite Season und um diese ordentlich zu gestalten, war sie und ihr Management lange auf der Suche nach einer passenden Location, einem passenden geisterhaften Ort. Und den haben sie in dem alten verlassenen Winchester Hotel gefunden. Denn dort geschah vor 50 Jahren eine ganz schreckliche Bluttat, ein Massenmord. Und es heißt, dass das Winchester seitdem verflucht oder sogar heimgesucht ist. Das ging so weit, dass es dann in den 80er Jahren verlassen wurde, nicht verkauft werden konnte, weil niemand es haben wollte und seitdem leer steht. Es ist ein großes altes Herrenhaus in Neuengland und auf dem Weg dorthin in einem Auto sitzen vier, ich glaube, jüngere Frauen, ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht, die vorhaben, dort die zweite Season des Ghost Was Das Podcast zu machen und einen weiteren Smashing-Erfolg hinzulegen. Und da haben wir natürlich Samantha, Sam Winters, die Erfolgspodcasterin, die schon, also die das Herz der Operation ist, sagen wir es doch mal ganz ehrlich. Ihre bereits bekannte Kamera- und Sound- und Technikfrau Rudi. Wir haben Caro, die als Expertin für die Geschichte Neuenglands dabei ist. Und dann haben wir Holly, die ein bekanntes Medium ist und von sich behauptet, dass sie mit der Geisterwelt Kontakt aufnehmen kann. Ihr seid, wir befinden uns in Massachusetts, und ihr fahrt schon ein ganzes Stück durch eine relativ leere Landschaft. Es gibt große Wälder, tiefe Wälder und wenig Siedlungen, wenig Städte oder Dörfer. Und das Winchester liegt recht abgelegen. Und zu diesem Berufe hat Penny, das ist die Assistentin des Managements, die sich um alles kümmert, die ganzen, ihr wisst schon, Buchungen macht und alles organisiert, hat euch einen Fahrer organisiert, der euch dorthin bringen soll. Das ist Marston Kent, ein etwas älterer schwarzer Herr, der euch mit einem großen Transporter, wo genug Platz drin ist für euch alle und das Equipment, durch diese kurvigen Straßen fährt, Richtung Winchester. Vielleicht mögt ihr mal ganz kurz, ganz, ganz kurz sagen, wie ihr so aussieht, was ihr so anhabt, um den Leuten ein Gefühl dafür zu geben, wie eure Charaktere sind. Sam.
Ich habe relativ lockere Sportklamotten an, bin aber schon auch noch irgendwie stilvoll gekleidet, weil ich eine erfolgreiche Podcasterin bin und ja, das ist mir schon auch wichtig, weil ich bin auch Influencerin, Hashtag begeistert und genau, deswegen freue ich mich da drauf, hab praktische Sportklamotten an, aber schon auch noch hübsch so. Okay, Rudy. Ja, bei mir eigentlich alles relativ pragmatisch, bin sehr technikaffin, deswegen ja, darf da auch nicht viel Kleideradatsch oder Schickes an mir groß rumhängen, kann ja auch schnell schmutzig werden und so weiter, macht man sich ja auch schnell mal die Hände schmutzig bei der Arbeit und deswegen ganz entspannt mit Jeansjacke und Top. Okay, Caro. Bei mir ist alles sehr elegant und modern, denn ich habe mir zur Aufgabe gemacht, das doch etwas eingestaubte Image der Geschichte zu entstauben und den jungen Leuten alte Geschichte näher zu bringen und sie dafür zu begeistern, was denn alles so in unserer Vergangenheit liegt und was man davon lernen kann. Und dann haben wir noch Holly. Ja, ich bin eine alte Seele. Ich habe schon mehrfach hinter den Vorhang geblickt und dementsprechend die Mode auch sehr schön gefunden. Ich orientiere mich gerne an dem vorherigen Jahrtausend, vorvorigen Jahrtausend. Und ich mag es elegant und stilvoll, aber alles so ein bisschen individuell. Alles klar. Ja, auf dem Weg diese Straße entlang, durch die sich langsam zu diesem klassischen goldenen, roten, Neuengland Herbst verfärbenden Wälder. Geht ihr noch einmal die Hintergrundinformationen durch, die euch das Team von Sam zusammengetragen hat. Und die Location, das Winchester, war ein Herrenhaus, das um 1900 herum von der sehr reichen Familie Winchester gebaut wurde. Die Winchesters sind in der Geschichte Neuenglands ein lange bekannter Name, der Jahrhunderte zurückreicht. Sie haben angeblich ihr Geld mit der Textilindustrie gemacht, aber so in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ging die Industrie in Neuengland langsam den Bach herunter und verlagerte sich in andere Gegenden. Und dabei haben sie auch ihr Geld verloren und mussten dann das Haus verkaufen. Und es wurde von einem Konsortium aus New York gekauft, die dort ein Hotel eröffnet haben. So ein, ihr kennt diese Art von Ausflugshotels, wo Städte aus Boston, New York, also aus Neuengland, den großen Städten, irgendwelche Wochenendausflüge hinmachen. Das war relativ erfolgreich. Die einzige Besonderheit war, dass der Patriarch der Familie, der William Winchester, hatte sich ein lebenslanges Bleiberecht ausgedungen, hat eine der Suiten bezogen und dort weiterhin gelebt. Es gab jede Menge Tourismus nach dem Zweiten Weltkrieg, ne, der Boom, die Boomer-Jahre. Aber 1972 kam es zu einem unvorstellbaren, grausamen Verbrechen. In einer blutigen Nacht hat eine Frau, so heißt es, alle anderen Bewohner, Angestellten, Gäste des Winchesters umgebracht auf blutige Art und Weise. 13 Menschen sind gestorben, darunter auch Kinder. Und danach hat die Frau sich im Speicher des Hotels erhängt. Es ist nie so 100% geklärt worden, was und wieso die Frau, die unter dem Namen Sarah Osborne eingecheckt hat. Das war definitiv ein falscher Name. Es wurde nie ganz herausgefunden, wer sie eigentlich war, was ihre Motivation war. Und so war dann nach dieser Bluttat das Hotel erstmal einige Zeit lang leer. Sie haben es dann ein bisschen renoviert, wieder eröffnet. Aber es lief nie wieder so wie vorher. Auch deswegen, so heißt es, weil es immer wieder seltsame Vorkommnisse und Geschehnisse gab. Gäste berichteten von seltsamen Erscheinungen, es gab unerklärliche Unfälle, sogar zwei Todesfälle in den nächsten Jahren, woraufhin die Gäste ausblieben, das Geld damit auch und das Winchester schließlich dicht gemacht werden musste. Versuche es zu verkaufen schlugen fehl und so seit den 80ern, Ende der 80er, ist das Haus leer, still und verlassen. Es ist ein kleines Glücksstück für Sam, denn
trotz dieser grausigen Geschichte und den Legenden, die es darum ranken, hat es in der paranormalen Community noch nicht so richtig Niederschlag gefunden. Also hier und da wird mal davon geschrieben, aber so richtig dieser klassische Haunted House Effekt, der ist ausgeblieben. Und deswegen wurde es ausgewählt für den Podcast für die zweite Season, weil das könnte der Knaller sein. Wunderbar. Ja, der Wagen fährt dann ein Stückchen weiter und nähert sich schließlich der Location. Der Fahrer ist sehr schweigsam. Also wenn ihr nichts mit ihm sprecht oder ihn irgendwie auffordert, dann wird er nicht groß was sagen. Mhm. Nee, ich sitze da und lese meine Unterlagen, die ich mir mitgenommen habe. Gut. Du liest die Unterlagen hervorragend. Ja, und dann, es wird schon langsam, die Abenddämmerung senkt sich herab und es steigt so ein leichter Nebel aus dem Wald auf. Und er biegt auf so eine, von dieser Landstraße auf so einen Seitenweg ab und fährt dann auf ein großes Eisentor zu. Das er, vorher hält er an, steigt aus und öffnet das dann. Unter Schwierigkeiten tatsächlich. Und steigt dann wieder ein und fährt den Wagen das letzte Stück auf das Grundstück. Und da seht ihr dann das Winchester tatsächlich. So. Sollte jetzt im Stream auch zu sehen sein, auf das Haus, auf das ihr zufahrt. Ist das korrekt? Warte, jetzt ja. Okay, es dauert immer einen Augenblick. Ja, es ist ein großes, altes, ne, Herrenhaus im Stil Neuenglands. Und es sind ein paar Lichter tatsächlich an, aber nicht so, wie es da aussieht. Das ist ein altes Foto, als es noch als Hotel genutzt wurde. Und es sieht tatsächlich ein bisschen finsterer, leerer und stiller aus. Der Nebel ist aber korrekt. So. Der Wagen hält knirschend auf so der etwas freien Fläche, ne? Da ist so Kies, die Reifen knarzen und der Fahrer dreht sich zu ihm und sagt, da sind wir. Sehr, sehr begeistert. Hashtag unbegeistert. Er steigt aus und beginnt hinten euer Equipment aus dem Wagen zu räumen. Ne, große Kästen mit Aufnahmeequipment, Schlafsäcke, alles, was man so für 1, 2, 3 Tage geplant ist, es maximal 2 Nächte hier zu verbringen und genug Material zusammenzubekommen. Er hat so bei so einem Catering-Service auch einige große Kisten mit Kühlkisten mit Sachen darin für euch, die er dorthin stellt. Und alles so vor die Eingangstür, ne, vor diese Veranda. Aufbaut für euch. Bringen Sie die Sachen nicht für uns rein? Das ist nicht in meinem Vertrag. Hashtag Kleingeist. Ja, liebe Lieben. Und schau auf den gar nicht so weiten Weg und schau zu Rudi. Ich pack mir 3 Taschen unter den Arm und stapp schon mal Richtung. Moment, er reicht dir so einen alten Schlüsselbund mit so rostigen alten Schlüsseln dran und sagt, Miss Penny hatte mich gebeten, Ihnen noch diese Schlüssel und dieses hier zu geben. Und er reicht euch so einen braunen Umschlag. Außen dran ist mit so einer kleinen Notiz von Penny mit so einem mit so einer Büroklammer festgemacht. Moment. Ja. Ich werde sie euch auch im Spiel zeigen. Seht ihr sie? Ja, also im Roll20 auf jeden Fall. Irgendwie dauert das bei Stream Elements ein bisschen. Bisschen länger. Ja, jetzt wird es angezeigt. Okay. Ja, nice. Gut. Wer findet die Notiz?
Die ist quasi an diesem Umschlag, den euch der Marsten reicht, dran. Caro, du liest doch so gerne. Ich glaube, du bist bestimmt auch gut im Vorlesen, oder? Ich nehme wortlos den Zettel. Leider brachte unsere Anfrage an das Sheriff Office nichts, da alle Akten bei einem Brand 73 vernichtet wurden. Aber ich habe mit einem niedlichen Deputy geflirtet. Okay. Und er hat mir berichtet, dass das eine komische Sache war. Also habe ich meinen Charme spielen lassen und euch ein Transkript der Aussage der Brandstifter besorgt. Das ja, schon klar, ich bin die Beste. XOXO, Penny. Penny ist echt die Beste. Penny ist die Beste. Ja. Ja. Ja, cool. Das heißt, wo jetzt halt die Frage, wo wir das finden, gell, wenn sie uns das besorgt hat. Sorry, die Nachricht ist an diesem Umschlag festgetackert. Ah, okay. Gut. Ich öffne den Umschlag und gucke rein. Alles klar. Da drin ist eine einfache Seite, wo mit Maschine irgendwas draufgeschrieben wurde, sondern mit so einer alten Schreibmaschine. Mhm. Mhm. Oh, mit verteilten Rollen. Ich reiche es weiter an Sam und Rudi. Ja, um das so authentisch wie möglich darzustellen, ich hole mein Audiogerät raus, weil ich möchte natürlich auch ein paar authentische Aufnahmen machen für meinen Podcast, die ich eventuell auch noch einblenden kann im Nachhinein für meine Zuhörer. Habe ich gedacht, könnten wir das vielleicht nachsprechen? Weißt du, da hast du da Lust, Rudi? Das mit mir, hast du Lust, eine Rolle zu übernehmen? Ja, natürlich. Alles ja? Für den Job, ja. Was machst du, den Sheriff? Ja, alles, ja. Cool, ja, Sheriff Hawthorne, warum hast du das gemacht, Tommy? Warum? Es muss alles brennen. Na was? Alles, Sheriff. Alles muss weg. Von Angesicht dieser Erde getilgt. Mit Sumpf, mit Stumpf und Stil. Nur Feuer kann. Was redest du da, Tommy? Was muss weg? Das Böse. Das Böse? In unserer Erwartenkammer? Aserwartenkammer, glaube ich. Aber unverständlich. Ja, da und im Hotel. Es kriecht aus dem Hotel. Welches Hotel? Welches Böse, Tommy? Die Frau, Sheriff. Haben Sie nicht gehört? Ihre Schreie? Tommy, du redest wie? Welche Frau? Die Frau in Weiß, Sheriff. Aus dem Hotel. In Winchester? Ja, die Quelle allen Übels. Winchester. Tommy, da war keine Frau. Die waren alle tot. Ja, Sheriff, tot und nicht tot. Ich kann sie noch hören, Sheriff. Wenn ich schlafe, sie kommen jede Nacht und schreien, Sheriff, jede Nacht. Nur Feuer kann das Böse ausmerzen, Sheriff. Nur Feuer. Ich muss es niederbrennen. Alles. Ich muss. Beruhige dich, Tommy. Niemand findet Ruhe. Niemand. Keine Menschenseele. Sie schreien und schreien und schreien. Ah! Tommy, was ist denn, Tommy? Sie gehören dazu, nicht, Sheriff? Ihr alle gehört dazu. Ihr alle habt sie umgebracht. Wir sind nicht schuldig. Keine Gnade. Tommy, jetzt setz dich mal, verdammt. Verdammt nochmal. Wir sind alle verdammt. Uaaak! Ah. Das war sehr verstanden. Peng. Durcheinander schreie mehrere Stimmen, dann zwei Schüsse. Das hast du sehr gut gemacht, Rudi. Dankeschön. Ja, perfekt. Hat super funktioniert. Ja, ich habe den Knopf gedrückt. Ich bin doch professionell. Ich mache das doch nicht erst seit gestern. So. Gut. Ja, inzwischen hat Marsten alles ausgeladen und stellt sich zu Sam und sagt: Miss, Sie haben meine Nummer, wenn Sie abgeholt werden wollen. Er wirft einen Blick zum Hotel hoch. Ich wünsche Ihnen viel Glück, Miss. Dankeschön. Hashtag Sportgeist. Dann steigt er ein. Der Motor startet. Und der Wagen fährt los. Ihr seht die Lichter so diesen Weg runter. Und sich dann im Nebel und im Wald verlieren. Gut, ich würde sagen, wir sollten da vielleicht einfach mal reingehen und die ersten Aufnahmen machen. Was haltet ihr davon? So.
Ja, let's go. Ja? Sehr gerne. Gerne. Dann würde ich versuchen, einfach mal die Tür zu öffnen. Und ich hoffe, sie ist unverschlossen. Tatsächlich die Schlüssel, die er Rudy gegeben hat, die einer von denen passt in das Schloss an der Vordertür. Perfekt. Es gibt ein lautes Knirschen, ne? Ist alles alt und verrostet und so weiter. Und dann kannst du die Tür aber langsam öffnen. Und hast das Winchester. Zum Glück habe ich das aufgenommen. Hashtag Geistesblitz. Das Winchester liegt kalt und leer und still vor euch. Ich zücke sofort mein Handy und mache ein paar Aufnahmen, um die Umgebung ein bisschen auch festzuhalten für die Nachwelt. So was Ähnliches mache ich auch, dass man auch mal sieht, wie es eigentlich direkt aussieht, bevor man da reingeht und so weiter. Das heißt, ich habe auch Sam immer mit im Blick. Ich packe schon mal meine Kamera aus und gucke, dass auch hier alles mit drauf ist. Ich nehme von dem Equipment-Stapel die kleinste Tasche, die ich finden kann, und auch nur die, und gehe hinein ins Haus. Okay. Ja, tatsächlich, da drin ist es, wie gesagt, dunkel. Das heißt, ihr müsst irgendwie mit den Handys oder sonstigen Taschenlampen oder so Licht machen erst einmal. Es ist so eine größere Eingangshalle. Man sieht auch noch, dass es mal ein Hotel war. Es gibt nämlich eine Rezeption. Und es ist so auf diese, ihr wisst schon, charmante Art runtergekommen. Also es hat mal diesen 50er Jahre cozy Hotel in Neuengland Charme. Aber jetzt sind die Tapeten halt mit diesen wunderschönen Mustern ein bisschen teilweise abgefault, hängen runter und in der Dunkelheit sieht man so diese Säulen, die diese Halle so tragen, die werfen so Schatten, die in die Ferne alles dunkel machen. Also es hat so einen, tatsächlich für die Aufnahmen, Rudi, einen sehr guten Charme. Sehe ich natürlich. Und bin begeistert. Mhm. Ich bin begeistert. Ja, keine Ahnung. Sam, willst du mal einmal kurz durch den Raum laufen? Ich filme mich dabei. Dann könnte vielleicht Holly einmal kurz die Kamera, die Lichter halten und dann haben wir da schon mal einen ersten coolen Shot. Ja, wundervolle Idee. Vielleicht könnte Holly auch währenddessen schon direkt versuchen, irgendwie Kontakt zu irgendwem herzustellen. Ich brauche nicht versuchen. Ich spüre bereits alles, was hier ist. Und hier ist eine Menge. Sag das nochmal in die Kamera. Okay, und ich brauche nicht versuchen. Ich spüre tatsächlich alles, was hier ist, und es ist eine Menge. Perfekt, perfekt. Ich glaube, das waren super Aufnahmen. Ja, dann würde ich sagen, Holly, leg los und dann begleite ich dich einfach und wir schauen mal, das soll ja authentisch so wie möglich sein, das Aufnahmematerial. Also so oft wie möglich, Rudi, Kamera draufhalten. Ja. Ich habe die ganze Zeit an. Willst du dich umschauen? Ich schaue mich um und ich gucke ganz erwartungsvoll zu Holly. Ich stelle mich in die Mitte der Eingangshalle, schließe die Augen, breite die Arme aus und lasse den Raum auf mich wirken. Und so stehe ich dann erstmal 5 Minuten da. Hashtag Freigeist. Ich auf Holly und gucke, ob etwas passiert. Ich möchte ja nichts verpassen. Ja, ihr steht dort und seht alle wahrscheinlich Holly an, die die mystischen Energien dieses Hotels auf sich wirken lässt. Und seid dementsprechend ein bisschen überrascht, als ihr plötzlich in der Ferne ein Geräusch hat. Caro, geht's dir gut? Ich hab dich gerade irgendwie, bist vielleicht, gesehen, du bist gerade irgendwie kurz grün im Gesicht geworden. Ist alles okay bei dir? Ich bin ein bisschen irritiert. Mir wurde von deinem Management gesagt, wir machen hier einen seriösen Podcast und jetzt filmt ihr hier. Das wird ein seriöser Podcast. Ich bin ja schließlich dabei.
Also ich bin doch Profi-Influencerin und also keine Sorge, ich weiß schon, was ich tue. Aber es geht ja auch darum, dass ja, also wir müssen das authentische Material ja auch so, also so weit wie möglich auch verbreiten und vertrau mir da mal, ich muss ja auch gucken, dass das publikumsgerecht auch bleibt und dementsprechend muss man sie auch ein bisschen vermarkten, also vertrau mir da ruhig, das hat schon alles seinen Sinn und Zweck. Okay, in Ordnung. Ich schaue mich einfach um, ob das alles auch historisches Baumaterial ist und ob ich irgendetwas Interessantes finde. Tatsächlich aus deiner Sicht heraus ist das Haus ein sehr schönes, interessantes Beispiel für die spezifische Bauweise, wie sie Anfang des letzten Jahrhunderts in Neuengland vorgeherrscht hat. Natürlich unter der reichen Bevölkerung, nicht wahr? Also muss man immer entsprechend anpassen, weil nur diese Sachen sind übrig geblieben. Aber das Haus ist, also du würdest sagen, es ist eine Schande, dass es nicht renoviert ist und für irgendeine Funktion genutzt wird. Also finde ich eine schöne Ecke für ein Selfie. Ja, tatsächlich. Also ist mit dem Licht ein bisschen schwierig momentan, ne? Weil, wie gesagt, es ist sehr düster. Aber man kann da ganz gut irgendwo sich vor einen, du weißt schon, vor so ein bisschen Stuck oder so stellen und da ein Foto machen. Ja, mache ich. Das sah richtig schön aus. Das hast du richtig gut entdeckt. Ha? Danke. Und ich gucke wieder erwartungsvoll zu Holly. Ich stehe immer noch da, atme einmal tief ein und wieder aus. Jemand ist hier. Ja, wir. Ich gucke mich ein bisschen um, weil ich natürlich auch wissen will, wo das Geräusch herkam, um das natürlich so schnell wie möglich auch erfassen zu können. Das heißt, ich entferne mich ein klein wenig von der Gruppe, gehe auf die Treppe zu und lausche. Jetzt ist alles still. Es kam irgendwie, ich würde sagen, die Treppe hoch aus dem Obergeschoss. Aber woher genau mit dem Hall hier unten ist sehr schwer zu sagen, tatsächlich. Rudi, Hashtag Teamgeist, nicht so weit weggehen, wir müssen doch zusammenbleiben. Ja, ich will sehen, was da oben noch ist. Ja, aber wir müssen doch, also wir haben doch extra das Medium Holly dabei, dass die uns ein bisschen unter die Arme greift. Du kannst doch jetzt nicht hier so einen Hashtag Alleingang machen, das ist doch nicht so Sinn der Sache jetzt. Alles klar. Alles für den Job. Du schaust so da, ne, diese Treppe hoch und du hast diese Kamera mit der Lampe dran und dieser Lichtkegel, der fällt so hoch in dieses Treppenhaus, in die Dunkelheit und da oben ist es sehr still und sehr dunkel. Wir sollten da wirklich mal gucken gehen. Ich glaube, das kam von oben, das Geräusch. Wäre doch spannend für den Podcast. Ich krieg Angst, aber das gebe ich natürlich nicht zu und dementsprechend gucke ich aber erwartungsvoll zwischen Caro und Holly hin und her und gucke die beiden an und sage so, kommt ihr mit? Also, die Präsenz, die ich gespürt habe, ist ohnehin fort durch das ganze Gequatsche hier. So können wir nicht arbeiten. Aber schön. Niemand ist perfekt. Ich komme gerne mit. Caro? Ich denke, wir sollten erst einmal ordentlich auspacken und alles einrichten, bevor wir uns an die Erkundung machen, oder? Was möchtest du genau für Ausrüstungsgegenstände auspacken? Naja, wir haben hier mehrere Kisten reingeschleppt. Ich würde gerne mein Bett aufbauen, weil nachher, wenn ich müde bin, mache ich das sicher nicht mehr. Hashtag Teamgeist. Du kannst auch nicht sofort ans Schlafen denken, wenn wir hier gerade die Location gekommen sind. Naja, aber wenn wir alles vorbereiten, müssen wir es später nicht mehr tun und dann können wir uns einen Plan machen, wie wir welche Räume erkunden. Und da so muss ich Caro ausnahmsweise recht geben, wobei ich gleich dazu anmerken muss, ich habe heute gependelt und es ist ein sehr schlechter Tag für mich, heute schwere körperliche Arbeiten zu betätigen. Rudi! Ja, Rudi, komm zurück! Wir haben es hier in 3 Minuten aufgebaut. Und das kriegen wir doch hin. Okay, let's go. Hashtag Plagegeister. Lass uns weitermachen.
Okay.